So, Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prison Architect mit mir, dem Lufo. Wir sind hier gerade dabei, den Hochsicherheitstrakt zu gebauen. Erbauen? Ja, erbauen. Sagen wir erbauen. Folgendes, ich würde sagen, hier kommen auf jeden Fall auch nochmal Zäune rein. Hier kommen auf jeden Fall Staff Door. Dann würde ich sagen, hier kommen Large Jail Door und dann kommen hier an die äußeren einfach so übertrieben, ne? An die äußeren beiden Zäune solche und dann an die inneren. Ah ne, hier nicht, sondern nur hier und hier. Vollkommen übertrieben einfach, alles klar. Ah, Mann. Ruckel, 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 ruckel. So. Nein. So. Pour me another drink. So. Dollar ist jetzt außen rum gelatscht. Meine Fresse. Nein. Hier, da und pap. Okay. Freunde, Sleepy Time. Um 0 Uhr wisst ihr ganz genau, was passiert, ne? Um 0 Uhr gibt es Todesstrafe. Live. Nur hier. So. Und dann bitte einmal. Oh. Bam, 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 badabam, bam, 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 badabam, bam. So. Ich gönne mir jetzt erstmal einen Schluck Tee. Bäb. Wieso geht hier alles zu? Weil sich die Scheiße wieder überlegt hat. Wir sind jetzt nicht mehr on. Oha. Wir sind jetzt nicht mehr unlocked. Mark Tapper. Ach nee, Tapper. Ja, da ist wahrscheinlich Vergewaltiger mit dem Namen, oder? Mark Tapper, bist du das? Mark Tapper. Vergewaltigung. Folter, Folter, Mord. Ja, super. Du bist tot. Dup, dup. Einmal auf Schnelldurchlauf gerade. Wir haben das ja schon ein paar Mal gesehen hier alles. So. Da kommen die ganzen Zeugen. Ich finde es geil, wie hier die Kinder einfach kommen. So, warte mal. Was? Und Timmy, was hast du gestern gemacht? Ich bin aufgestanden, hab mein Frühstück gegessen, dann bin ich in die Schule gegangen, ja, und dann um Mitternacht bin ich zur Hinrichtung von meinem Vater ins Gefängnis gegangen. Und ihr so? Alles klar? Klingt nach einer guten Kindheit, Kollege. Oh, Mann, ey. Vor allem so, wenn man mit jemandem verheiratet ist, und der vergewaltigt und tötet und foltert Leute, geht man dann trotzdem zur Hinrichtung? Oder vielleicht will man auch sehen, dass er echt weg ist. Keine Ahnung. Irgendwie erklärt mir das sich nicht ganz. Weil das ist ja echt so, dass man in... Vielleicht ist auch einfach nur als... Es ist ja als Zeuge sozusagen auch. Aber ich glaube, dass es auch... dass man es sozusagen passieren sieht, dass man weiß, dass es ordentlich abgelaufen ist und nicht irgendwie... schmerzhaft und wobei schmerzhaft ist es ja wahrscheinlich schon, ne? Ich habe mal in der Schule, okay, Moment, erstmal ein bisschen respektvoll gerade, ne? Irgendwelche letzten Worte, Kollege. Mann, wird das laut gerade? Okay, danke. Wir haben in der Schule mal die Todesstrafe diskutiert und
Da haben die uns ein Video gezeigt von einem, der die Todesstrafe, also mit elektrischem Stuhl. Es ist ja schon ekelhaft. Also man hat da, also ich meine, wenn so viel Strom durch den Körper geht, ich will das jetzt nicht zu grafisch beschreiben hier. Also die Augen und so, ne, die platzen. Und so. Ich habe hier falsch gebaut. Egal. Ist egal, man kann hier eh hin und her laufen dazwischen, von daher kann ich vielleicht später ändern, wenn irgendwelche Leute wieder OCD bekommen und hier sich einkacken. Übrigens, ich glaube, ich kann hier echt die Zellen schon zuweisen. Ich kann sagen, hier so, ne? Klack. Klack. So, die Sniper sind da. Wir brauchen aber noch ein paar mehr, würde ich sagen. Nein, kein Warden. Machen wir 10 Sniper gerade hier. So. Und, bitte einmal den Kollegen. Moment. Nee, doch, stimmt, okay. Ja, dann nochmal den Kollegen. Und, brauche ich hier hinter Hunde? Ich weiß nicht. Ich baue auf jeden Fall hier eine Perimeter Wall außenrum erstmal. So. Sodass sie sich nicht da außenrum rausgraben können. Gut. Und dann Deployment Super Max. Alter. So. Und hier dann bitte Staff Only. Und hier auch. So. Und dann. Ah, hör auf zu ruckeln. Holding Cell. Nee, Quatsch, nicht Holding Cell. Wo ist denn hier jetzt die richtige? Hallo? Hier, Kitchen. Lol. Und Kantine? Kantine? So. Hör auf zu ruckeln. Zwei Köche. Wie funktioniert das jetzt ganz genau? Ich muss hier von der Küche dahin und dann hier und hier oder so. So. Ich hoffe, dass es funktioniert. Und dann gehen wir in... Ach, wir haben keine Super-Max-Typen. Okay. Aber wir können ja in die Policy gehen und können sagen... Attacked Staff machen wir einfach ab. Serious Injury Max... Injury. Und hier auch ab. Das heißt, wenn du das zweimal machst, dann landest du in Super-Max. Werden die Türen hier nicht geöffnet... Das heißt, wenn die jetzt hier irgendeine Scheiße bauen, dann landen die nicht im Solitary, sondern im Supermax. So, haben wir hier irgendwelche entlassen? Ich glaube, wir haben... Nee, wir haben Capacity 52. Dann müssen wir wohl irgendwelche in Solitary haben. 2 Stück? 4? 5? Keine Ahnung. Mitten in der Nacht auf jeden Fall. Ich würde sagen, es ist Zeit für... Haben wir irgendeinen in der Nähe von hier vorne? Ja, den hier. Charlie Telling. Auf jeden Fall ein passender Name für einen Informanten, oder? Kann man so sagen. Jetzt kurz warten, bis der da ist. Na komm. Wird bald. Geht doch. Meine Fresse. Okay, morgen 34 neue, Alter, wir sind hier die Fabrik einfach. Wir sind die Fabrik, okay. Kurz Pause. Hier sieht mir alles noch relativ sauber aus, sehr schön und weiter. Ich hoffe, ich habe jetzt hier oben keinen verpasst, das wäre ungünstig. There are no canteens accessible.
Ja, ich will auch nicht, dass die Kantine accessible ist. Nee. 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 Hier, ihr könnt dahin liefern. Die sollen auch nicht accessible sein, die Kantinen. Das war doch Absicht. Was? Hör auf! Ach, das ist eine Staff-Kantine, deswegen. Haha. Eben schlau. So. Funktioniert's jetzt bitte? Ich weiß, dass sie keinen direkten Weg dahin haben. There are no canteens accessible. Ja. Toll. Und jetzt? Ich will das. Ich will auch nicht, dass die accessible sind. Hä? Okay. Okay, gut. There are no prisoners assigned to eat in this canteen. Ja. Okay, Moment. Folgendes. Mach das nochmal weg, bitte. Du gehst dahin. Und du. There are no canteens accessible by this cell. Prisoners in this cell will have nowhere to eat. Ja, das ist auch der Sinn. Die sollen ja nicht rausgehen zum Essen, Mann. There are no prisoners assigned to eat in this canteen. Okay. Wir machen uns jetzt einfach mal hier wir holen uns einfach mal ein Versuchskaninchen hier gerade. Du bist hier drinne, das heißt, du bist. Was hast du denn alles gemacht? Haben wir Recent Misconduct hier irgendwo? Attacked Prisoner, Attacked Staff Injury. Ja. Wie wär's denn mal mit Supermax? So, und End Punishment. Bitte. Räumt ihn rüber. Räumet ihn rüber. Räumet ihn. Okay, jetzt kommt einer. Sehr gut. Dann müssen wir wieder bis 8 Uhr warten, bis wir hier irgendwas machen könnten mit unseren ganzen Gefangenen. Lol, wie die Wachen hier an der Tür pimmeln. Okay, ich behalte das Ganze mal gerade ganz kurz im Auge. Ich will nämlich nicht, dass der jetzt hier irgendwie verhungert oder so ein Scheiß. So. Habe ich hier etwa die. Nee, ich habe die Stromkabel. Lass mich verarschen, Alter. So. Wir können ja die mal alle auf Lock Open machen. Weil wenn dann, wenn da irgendwelche Ausbrüche passieren, dann kann ich ja immer noch sagen, hier, ne? So. Der wird jetzt hier eingeknackt. Moment, sieht er hier nicht? Geh mal dahin. Sieht er hier nicht, was hier drinne passiert? Nee, okay, Moment, dann müssen wir das anders machen. Nein, nicht nur dann, sondern immer. Und so. Gefangene. Ich bin überfordert.
Ach, shit. Moment. Supermax. Was ist, wenn ich die ganze Zeit auf Lockup habe? Oder sag mal, ich mach die auch mal auf Eat hier, um die Uhrzeit. Kriegen die dann ihr Essen gebracht? Ich hoffe, der kriegt sein Essen gebracht. Die machen aber gar kein Essen hier. Geht das so? Will nicht, dass er hier verhungert oder sowas. Wir warten einfach mal kurz. Fearless. Skilled Fighter. Und eine Snitch. Und noch eine Snitch. Du solltest eigentlich nicht aktiv sein. Ich drücke hier scheinbar auf irgendwelche Sachen, ohne dahin drücken zu wollen. Weil es ruckelt. Noch irgendwo eine Snitch? Nee, ne? Nee. Okay, sieht gut aus. Wieso ist hier eigentlich keine Wache gerade? Mach ja mal eine ganz normale Wache drauf und vielleicht... Weißt du was, dann haben wir ganz sicher einen in der Nähe gerade. Das geht echt nicht, so wie es aussieht mit der Kantine hier. Müssen die da hinlaufen können? Aber wie mache ich das dann? Muss ich die dann manuell jeden einzelnen Supermax-Typen, muss ich jeden manuell anklicken und auf dauerhafte Lockdown machen oder was? Ich will ja nicht, dass sie verhungern hier. Wie mache ich das dann? Man kann da sowieso nicht reingucken, scheinbar. Das heißt, ich muss da Kameras dran machen. Huch, na. Okay. Freunde, ich glaube, wir müssen hier echt Kameras in jede Zelle hängen. Wie ungeil ist das denn? Wir müssen hier voll bespannern, oder was? Naja. Wenn es denn sein muss, ein Tüt. Ach, hier fehlt ein Stück. Okay. Ich muss echt mal überlegen, wie ich das mache. Soll wieder alle in so einer Welle langlaufen, ne? Wie kann ich das denn machen, dass das nicht irgendwie vollkommen beschissen wird hier? Ich mach einfach mal so davor, ne? Juckt keine Sau. Ach, shit. Ihr dürft in die Kantine, aber ihr dürft nicht hingehen. Kann dann nicht...
Weißt du, wenn ich jetzt hier sage, permanenter Lockdown, dann bringt dem auch keiner was zu essen, oder? Hallo, hallo. Utilities und Strom, ja, und hier, ja, okay. Gut. Connect. Geht das jetzt? Ja. Meep. So. Ja, die Kamera sieht den halt aber trotzdem nicht hier, ne? Wo ist er denn? Hier. Wieso gehen die zu zweit in eine Zelle zum Saubermachen? Freunde, ich muss mal gucken, wie ich das hier mache. Ich muss mal überlegen. Ich glaube, das hier hinten ist auch fertig. Wir müssen dann die Kantine bauen als nächstes und die ganzen Esssachen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.